Okay. Muss ich hier nach hinten? Nee. Crap. Oh, jetzt ist wieder die Frage, ob ich hier durchkomme mit meinem Speed. Okay, das war knapp. Uah. Och, nö. Moin Leute und täglich grüßt das Murmeltier. Es geht weiter mit Happy Wheels und wenn wir uns die nächsten Level angucken, da oben weißt du, Paluten Jetpack, Paluten Jump, Paluten Jurassic, die haben alle richtig schmackhafte Bewertungen und hoffentlich kommen wir in dieser Folge noch zu diesen schmackhaften Leveln. Aber zuerst geht es zu Pitbull, das hat auch eine gute Bewertung. Paluten kurze Map, hi Palle, mein erstes Level. Ich kann noch nicht gut mit dem Level-Editor umgehen, aber hoffe du magst das Level. Über deine Bewertung, nee, über eine Bewertung würde ich mich freuen. PS, hululu. Okay, Bro. Okay, okay. Oh, schnell, 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 schnell. Das Glas ist relativ... Oh, Glas. Okay. Was ist denn hier los? Das Glas hat uns getötet. Das ist richtig lange nicht mehr passiert. Das ist natürlich nicht so nett. Und jetzt haben wir auch... Okay. Da konnte man schon irgendwie sehen. Dass... Nein, Moment. Eins, zwei. Jetzt los. Dann sollten wir das perfekte Timing haben. Und das haben wir sogar. So, jetzt bitte, bitte, liebes Glas. Lass mich leben und gib mir den Victory. Das war wirklich kurz. So, Paluten, kein Plan von Stimmungsschwanker. Hi, Palle, das ist ein Skyrim-Quiz, wo du keine Ahnung haben wirst. Kein Steuerung, sonst Beinbruch. Am Anfang 3 Sekunden laden und dann den Text lesen. Hululu, ich glaube, du hast als erstes Hululu gelesen. Ach ja, du hast Hulululi geschrieben. So, Segway-Typ gehe ich mal von aus. Okay. Hey, darf ich hier durch? Entschuldigung. Ach, da ist so ein kleines Dingens. Was ist die erste Hauptstadt, die man in der Hauptquest findet? Weißlauf. Zack. Oh yeah. Denn P-Dizzle hat tatsächlich auch mal Skyrim gespielt, allerdings nicht allzu lang. Wie heißt das lustige, detrische Artefakt? Da habe ich jetzt schon wieder gar keine Ahnung. Aber ich würde sagen, es ist Wabbajack. Oh yeah, ich bin sowas von der freaking Skyrim. Ich schwöre auch auf alles, was mir lieb und heilig ist, dass ich dieses Level vorher noch nicht gespielt habe. Der Bad Boy der Geschichte ist... Ah, Ulfric sagt mir was. Aber ist Ulfric nicht am Anfang direkt dabei? Also ich habe absolut... Nein, verdammt! Aber Ulfric ist auch aus irgendeinem Spiel. Also jetzt mal Buddha bei der Fische. Woher kenne ich den Namen Ulfric? Nein, nicht zu... Nee. Guck mal, da machen wir sogar das Level kaputt. So, schnell wieder nach unten. Zack. Okay, dann ist es eben Alduin. Auch ein schöner Name. Hallo, ich bin Alduin. Und da ist der Victory. Ich hab zwar nicht ganz den Sinn von dem Skyrim-Quiz verstanden, weil ich habe ja, glaube ich, nie erwähnt, dass ich mal Skyrim durchgezockt hätte oder gezockt hätte. So, Paluten korrupt von Lightbringer. 847. Moin, Palle. Wie läuft's so? Jo, bis dato ganz gut. Danke der Nachfrage, lieber Lightbringer. Das hier ist ein korruptes Level, Zwinker, Zwinker. Das ich nur aus Langeweile gemacht habe, hoffe trotzdem, es gefällt dir. Und normal mache ich nicht solche Level, mache nur gute Level. Aber wie gesagt, es ist nur aus Langeweile. Die Begründung leuchtet mir nicht ganz ein, Bro. Aber wir schauen einfach mal, was das für ein Level ist. Jetzt schon wieder so völlig mit diesen komischen Schreien, ey. Die sind immer so verstörend. Und vor allem, dass hier die ganzen Leichen rumliegen. Was ist los mit den Leuten? Sorry, falls es laggt. Das ist wirklich kein schönes Level. Yo. Oh. What? Wieso? Komm, also tut mir leid, kein schönes Level und da mache ich lieber weiter mit Paluten Clash-Eier, was auch immer Clash-Eier sind, von Bei Alpha. Hi Palle, das ist mein zweites Level, davor hatte ich ein kurzes gemacht, aber ich habe mich jetzt nochmal mit dem Level-Detail auseinandergesetzt. Okay, sogar mit Original-Sounds von den YouTubern, hör mal hin. Okay, alter Seemann. Der Kürbis namens Palle hat dich gerettet. Ja, der hat mich wirklich. Versteck dich in der Base. Huh! Ja, warte mal, aber wenn ich da jetzt durchfahre, dann trifft mich das Ding. Nein! Oh yeah! Okay, was ist Dena? Mach deine Hausaufgaben. Achso, das ist Bergsman. Okay. Entschuldigung, Herr Bergmann, darf ich durch? Und jetzt zum grünen Abschluss der Endboss.
Juli von Gamerklinik Varo. Okay, warte mal, dann mach ich einen schmackhaften Sprung. Vorsichtig, Bro. Juli, geh mal weg hier, Mann. Oh, Alter, was war das für ein Jump? Da hat direkt beide Beine, also beide Füße weg hier. Hallo? Was ist hier? Juli, jetzt mach mal hier keinen Terz, Digga. Lass mich mal hier. Das ist ein unüberwindbares Hindernis. Was ist los hier? Jetzt. Ja. Jawoll. Nein, jetzt nicht. Springen. Und da ist der Victory. Booyah. Paluten, kurz und knackig, Nummer 1 von Darken2201. Hi Palle, wollte eine Reihe von kurz und knackig starten. Die Level dauern immer unter einer Minute und sind schaffbar. Nebenbei habe ich deinen Stream gesehen. Tipptopp, viel Spaß und hululu. Das ist auch immer eine gute, schmackhafte Sache. Hi Paluten, hier gibt's nichts zu lesen. Okidoki, hier am fetten Frontflip. Okay, warte mal, kurz mal, ich muss ihn irgendwie andotzen. Warte mal, nee, weil ich fahre da einfach volle Kanne durch, oder? Das müsste funktionieren. Okay, hat funktioniert. Jetzt hier. Vorsichtig. Tipptopp, kleiner Bodyrun. Nochmal ein bisschen Table. Oh, Absprung! Und der Victory, meine Damen und Herren. So muss das sein. Hier schon wieder kurz und knackig. Von It's Benny PvP. Das K&K steht für kurz und knackig. Ich habe mir Mühe gegeben. Ist mein erstes Level und ich wünsche dir mal viel Spaß. Okidoki. Guck mal, das ist auch ein erstes Level und das sieht schon mal zumindest vom Editor her ganz, ganz schmackhaft aus. Also man kann auch ruhig für sein erstes Level sich Mühe geben. Viele benutzen, das habe ich das Gefühl, manchmal als Ausrede, dass ihr Level noch nicht ganz so gut ist. Oh, nein. Ach, crap. Weißt du, hier alles ganz chillimilli und das erste, was uns gefährlich werden könnte, das bliese ich mal richtig volle Kanne rein. Oh, schon wieder. Okay, 1, 2, 3, go. So, jetzt sollten wir doch vom Timing her wesentlich besser dabei sein. Okay. Da vorne ist doch schon das Ziel. Da kann doch nicht wahr sein, diese... Okay. Jetzt komm. Und da ist er doch. Tipptopp. Auf den Paluten bin ich ziemlich stolz. Bewerte bitte 1 bis 4. Der Paluten sieht gut aus. Da hätte es die weißen Punkte, weil der hat irgendwie so durchsichtige Augäpfel sozusagen. Und mach auf jeden Fall mehr, Bro. Mach auf jeden Fall mehr. Eine Bewertung von 1 bis 10 kann ich jetzt nicht genau abgeben. Ich möchte dir aber sagen, das war ein schönes Level und mach definitiv weiter. Paluten Jurassic von Pillar Pong. Hey, hier ist ein Level für dich. Der Jurassic Park von dir in Galaxy. What? Cool. Also jetzt ehrlich. Oh, eine Mine. Lass mich in Ruhe. Guck mal, der Stegosaur. Ach komm, du blöde Arrowgun. Da steht eine bzw. zwei Stück von denen. Und die snacken mich sofort hier. Ich möchte eigentlich auch nicht so zu schnell fahren. Nachher verpasse ich irgendwas. So, jetzt lass mich in Ruhe. Hallo? Wie soll ich denn da rüberkommen? Hä? Entschuldigung? Mr. Soldat? Darf ich hier irgendwie... Ach, da. Hä? Wo geht's denn hier? Jetzt geht's auf einmal weiter. Was ist hier los? Oh, da ist der Brachiosaurus, den wir ja leider töten mussten. Und da ist Edgar! Schönes Level. Wirklich, hat mir echt gut gefallen. Paluten Jump von Dozy User. Hey, Palle, das ist mein zweites Level. Erste war kurz vor Level Reset. Hoffe, es gefällt dir. Dozy PS Hululu. Okay. Oh, hier ist irgendwas runtergefallen. Ach, das schawinkt! Oh, warte, es geht trotzdem weiter. Ich dachte, hier wäre Ende Gelände. Okay, warte, wir bauen nochmal kurz hier. Zack. Oh, da können wir direkt nach oben. Wow, wo kam denn die Mine her? Oh, vor allen Dingen, wo kam die Abrissbirne her? Die war aber, ne? Die war... Ne? Nein! Okay, haben wir schon mal unseren einen Arm. Sind wir schon mal losgeworden, kein Problem. So. Nein, ich baue nochmal ein bisschen Schwung. Ich baue nochmal Schwung. Okay, tipptopp. So, jetzt aber. Die Mine. Oh, fahr. Okay. Muss ich hier nach hinten? Nee. Crap. Oh, jetzt ist wieder die Frage, ob ich hier durchkomme mit meinem Speed. Okay, das war knapp. Och, nö. Okay, so, warte. Zack, hier runter.
Hier. Oho. Jetzt ist hier aber schon wieder so ein bisschen eine Wurm drin. So, jetzt lass mich in Ruhe. So. Zack, jawoll. So, warte mal, wo war denn die Mine? Oh, Alter. Da war knapp. Jetzt, jawoll. Komm, Junge. Okay, ein kleiner Glassbreak. Nehmen wir mal einfach so hin, weil das Level an sich ja sehr schmackhaft war. Okay, so. Slow. Alter. Das konnte ich gar nicht schaffen. Mein Typ hat sich so aufgerichtet, dass einer meinte, das ist immer je nachdem, wie man sich nach vorne und nach hinten lehnt. Aber... Ach komm. Jetzt wird's hier aber richtig fruchtig, ey. So, komm. Zack. Liebe Abrissbirne, könntest du mir einen Gefallen tun, mich nicht snacken? Das wäre richtig awesome von dir. Perfekt. So, jetzt wieder hier durch. So, warte mal, jetzt haben wir aber einen entscheidenden Vorteil. Wir wobbeln nämlich so ein bisschen. Aber er sieht so ein bisschen aus, als würde er sich... Oh, oh. Okay, perfekt. So, warte mal. Bro. Kipp nach vorne. Und jetzt einfach nur... Oh Gott. Du darfst dich nicht aufrichten. Ich schwöre dir, wenn du dich aufrichtest, sind wir tot. Bitte nicht. Nein, wieso richtest du dich auf? Oh Gott. Okay. Alles easy. Ich würde mal sagen, das ist der vorletzte Try. Weil wir können das Level schaffen. Das ist jetzt keine Raketenforschung hier. No, goddammit! So, ganz langsam. Jetzt hier nach oben. Jawohl. So, noch ein bisschen Schwung. Zack. Bitte! Oh! Oh nein! Was? Okay, das ist jetzt der Last Try. Das ist das letzte. Okay. Go. Oh! Bitte. Nein, bitte lass mich da durch. Nein, nicht wieder zurück. Ach, komm schon. Das ist das Einzige, was mir hier dran irgendwie nicht so gefällt. Jawoll. Okidoki, jetzt hier einfach durch den Glassbreak, Bro. Einfach kämpf dich da durch. Bam, do it. Get to the chopper. Jetzt komm. Oh, dieses blöde Glas. Schwert bekloppt. So, jetzt aber mit freaking Karacho. Bam! Okay. Er ist aber auch schon wieder so weit. Okay. So. Ganz easy. Oh ja, der Victory! Jawoll. Na, endlich haben wir das Level geschafft, ey. Ich war schon so ein bisschen am Verzweifeln, aber nun gut. Paluten Jetpack von Nobby Boy. Hi Palle, das ist ein Level, das ich schon hochgeladen habe, aber da du ja jetzt nur die neuesten Level spielst, muss ich alle 14 Level nochmal hochladen. Aber egal, viel Spaß mit dem Level. Leute, ihr sollt doch auch, wenn, bitte, nur ein Level pro Woche hochladen. Okay? Danke, Nobby Boy. Okay. Ein ähnliches Level haben wir schon mal gespielt, aber das sieht gut aus. Krass, Skill Up, Pro, Over Pro, Paluten! Der Victory, so ein First Try, Love Bounce. Paluten Impossible Bottle Roo von Minecrafter 87. Hey Palutchen, hier ist mal ein Impossible Level von mir, aber kein normales. Es ist ein Impossible Bottle Run. Falls du es nicht schaffst, schau dir auf jeden Fall das Replay an. Viel Glück und hulu! Okay. Impossible Bottle Run. Ich bitte dich, ey. Ich bin der. What the? Was war denn da los? So, Paluten hulu! Von Happy Wheels Gang 2000. Hey Pal, hier ist ein Level für dich. Viel Spaß. Nimm Vater und Sohn. Okay. Ja, kein Problem hier. Okay, warte. Jetzt. Und da ist er doch. Der Victory und vor alledem ist das der finale Victory für die heutige Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei Lost. Happy We Lost. Ciao, ciao.